Ein heftiger Tornado hat die kubanische Hauptstadt Havanna erschüttert. 3 Menschen kamen dabei ums Leben. Fast 200 wurden Medienberichten zufolge verletzt. Der Wirbelsturm war am späten Sonntagabend auf die karibische Insel getroffen. Am Montagmorgen waren die Schäden dann bei Tageslicht sichtbar. Eingestürzte Häuser, abgerissene Dächer sowie Autos, die durch die Lüfte gewirbelt wurden und zum Teil mitten auf der Straße landeten. Ein Einwohner Havannas beschrieb seine Erlebnisse aus der Nacht. Es war wie eine Turbine. Eine Turbine aus einem wirklich großen Flugzeug. Und von der einen auf die andere Minute, in ca. 15 Minuten, wurde alles zerstört. Autos stürzten die Straßen entlang, die Dächer flogen davon. Es ist der erste Sturm seit Jahrzehnten mit derartigen Folgen. Die Tageszeitung der regierenden kommunistischen Partei bezeichnete ihn als außergewöhnliches Ereignis. Ein Bürger sagte: Dies ist eine große Katastrophe. In meinen 58 Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen. Der Schaden ist viel schlimmer als bei einem Hurricane. Am Montag fiel der Strom in großen Teilen der Stadt aus. Die Bergungsarbeiten haben bereits begonnen.